Ja, guck mal, wie es läuft mit Manuel Palaiologos. Cigar, Cigar! Das ist Cheesepulver, kein Mehl! Verstanden! Ja. Alles klar. Wissen wir, wo wir lang müssen. Abrüstung. Die Waffen der Osmanen wurden weggeschlossen. Dringen Sie in das Waffenlager ein und zerstören Sie das Schießpulver. Keinen Schaden nehmen. Und hoch hier. Und hoch. Komm schon. Den Hurensohn holen wir uns. Oh, fuck. Naja, okay, ich glaube, ich muss kämpfen und ich kriege keine 100%. Naja, egal. Achso, kein Schaden nehmen. Okay. Oh, das war sowieso schwierig. Komm her, ich weide dich aus. Bewegung! Platz da! Ziemlich Lass gut bewaffnet, da. Nicht wahr? Na komm schon. Freunde, irgendwie lernt ihr es nicht. So, Brandbombe erhalten. What the fuck? Raste direkt aus. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger, Soldaten, wahrt die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Goraio, seid standhaft. Lasst niemanden eure
Oh, Scatter, halte den Mann! Schlägt ihn nieder! Oh Mann. Du bist echt lustiger Vogel. Der letzte Palaiologos. Manu Palaiologos versucht, seine Leute im Chaos der Explosion zu beruhigen. Eine gute Gelegenheit, ihn zu eliminieren und den letzten Massiv-Schlüssel zu beschaffen. Keine Gesundheit verlieren. Den Fluchtweg abschneiden! Kein Zutritt hier, Straßenköter wie der. Ich helfe dir, Bruder. Oh Mann. Komm, lauf. Ist er hier unten? Aha! Ergreift ihn, Brüder! Scheiße! Haltet ein und denkt nach. Denkt an die Leben. Boah, meine Hand ist eingeschlafen. Maria, ich hätte dem Orden am Berg Artus beitreten. Da ist er! Auf ihn, Skatak! Ich werde wieder Fischverkäufer. Komm schon. Ja, lass ihn doch. Lass ihn einfach. Komm hoch. Ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlacker. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt. Und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Das habt ihr euch leichter vorgestellt, hm? Bist du sicher? Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman Byzantiner. Das sind nur Namen. Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind... alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn. Und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Armer Manuel, letzter der Palaiologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter... einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen?
So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Flucht. Die Templer, nun unter der Führung von Prinz Ahmed, drohen Sophia zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masiyah-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie Kappadokien und eilen sie nach Konstantinopel zurück. Nicht mehr als die Hälfte Gesundheit verlieren. Tja, Prinz Ahmed. Plötzlich Templer. Freunde. Bam, Jungs. Bam, bam. Bam und... Oh mein Gott, ey, das ist so einfach. Und trotzdem habe ich schon 2 Leben verloren, das ist kaum zu glauben. So. Ich laufe einfach durch. Ich sehe halt gar nichts. Auf Wiedersehen. Komm doch her, Freunde. Komm her. Naja, jetzt erleben wir noch, was Altair uns sagen will. Die letzte Erinnerung von Altair. Prost dafür. Niccolo Polo. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Altair, dieses Geschenk ist unschätzbar.
Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolo, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Die Polos in Sicherheit bringen. Maffeo und Niccolo. Wo lang geht's, Freunde? Hier lang. Ah ja, wir sind ja noch älter als alt. Wir sind schon über 100 oder so, ne? Glaubst du, du entkommst? Er entkommt uns nicht. No. Gut, dort lang. Wir sind ja übermächtig, Freunde. Wir sind mit dem Apfel übermächtig. Bewegung. Hier lang. Kommt nicht. Bleibt dran. Das sind irgendwelche Scheinassassinen. Richtig fett. Gut, dort lang. Komm, hier runter. Komm, Freunde. Vater, seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Tja, Alter, ja. Das Ende einer Ära. Sequenz 7 beendet. War ja schnell. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen.
Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. In gewisser Weise sind diese Barbaren sogar zivilisierter als die Leute, die bei uns zu Hause das sagen. Alles klar.